Hallo zu einem neuen Video von Rickman Rips. Der Pokémon-Karten-Hype-Train läuft seit einigen Jahren auf Hochtouren und fährt immer schneller. Aktuell sind in Deutschland die Pokémon-Karten bei McDonald's rausgekommen. Ich habe 5 Päckchen der Karten aus den USA. Dort ist ja die Jagd auf diese Karten extrem abgegangen. Also teilweise sind Leute 40, 50 Kilometer gefahren und haben in keiner Filiale irgendwas bekommen. Die Mitarbeiter haben die Kisten mit den Karten direkt einkassiert und bei eBay verkauft und weiß der Teufel nicht alles. Wir werden mal schauen, was uns in den Päckchen erwartet. Wir sind sicherlich auf der Suche nach Holo-Karten der Starter, am besten natürlich in der ersten Generation. Und unter anderem wird es eine Pikachu-Holo-Karte geben, die man finden kann. Und das wird unser Ziel sein. Wir schauen einfach mal, was die Päckchen für uns bereithalten. An sich eine coole Aktion auf jeden Fall von Pokémon und auch von McDonald's. So sieht dieses Päckchen aus. Innen drin noch was, weiß ich nicht, zum Malen für die Kids. Und was ist das? Man weiß das nicht. Es könnte. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Haben wir hier ein paar Sticker. Cool. Ich nehme an, es ist ein Sticker. Ja, es ist ein Sticker. Sehr cool. Wir schauen, was das erste Päckchen für uns bereithält. So sieht's aus. So, die Rückseite. Und es geht los. Wir haben einen Flammiau. Okay, ich muss scheinbar die erste Karte auf die Rückseite tun, damit wir nicht direkt die Holo-Karte sehen. Genau, Bulbasaur, Bisasam, auch sehr cool. Und Endivie. Ab zum nächsten Päckchen. Scheinen die gleichen Sachen da drin zu sein. Gleicher Fehler direkt nochmal gemacht. Wir sehen direkt die Holo-Karte. Grookey. Fennekin. Und Chimchar. Teilweise weiß ich tatsächlich bei den neueren Generationen nicht, wie die deutschen Namen der Pokémon sind. Genau, obwohl ich Pokémon Go spiele. Waren in diesem Päckchen jetzt 4 Karten und im ersten nur 3? Nee, es passt. Das heißt, wir werden die letzten beiden Karten nach vorne tun und werden es so versuchen. Ein Pikachu, sehr gut, auch wenn es nicht die Holo-Variante ist, aber auf jeden Fall sehr gerne genommen. Ein Popplio, keine Ahnung, wie der deutsche Name ist. Und ein Flamli. Und die Holo-Karte ist Cyndaquil. Sehr, sehr nice. Nächstes Päckchen. Es könnte sein, dass die unterschiedlichen Päckchenarten unterschiedliche Spielsachen für die Kids drin haben. Muss ich gleich mal gucken beim letzten, weil das ist eine andere Variante. So, mal tauschen wir das mal so. Ein Froxy. Floink. Flamiao, diesmal nicht Holo. Und die Holo-Karte ist Sphinx müsste es heißen in Deutsch. Sehr cool. Letzte Packung. Wir hoffen weiter auf Pikachu oder Glumanda. Spielzeug ist tatsächlich was anderes. Und zwar, ah ja, genau, das habe ich schon gesehen. Das müsste so eine. Kann man sich selbst eine Packung machen, um die Karten dort drin aufzubewahren. Coole Sache. Und wir schauen, ob wir noch ein Holo-Pikachu kriegen können. Tauschen die Karten direkt mal. Oh, und wieder ein Base Pikachu. Sehr schön. Coole Sache, nehme ich gerne. Shiggy, Base-Karte, auch sehr cool. Oh, Chillast. Und die Holo-Karte ist. Ja, der deutsche Name ist mir wieder entfallen. Einst Snivy. Snivy.
Sehr cool. Leider kein Pikachu, aber insgesamt trotzdem sehr cool, die Karten auszupacken. Und ja, mal schauen, was ich mit denen mache. Ob ich sie bei eBay verkaufe oder ein bisschen aufhebe. Im Hintergrund seht ihr einmal Ash Pikachu, die es zum Kinofilm gab. Du bist dran. Und rechts eine der beiden gegradeten Pokémon-Karten, die ich habe. Und zwar die deutsche erste Edition von Tangela und die englische habe ich auch noch. Ansonsten. Da Tangela mein Lieblings-Pokémon ist und ansonsten bin ich da eher relativ unbedarft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, und ihr konntet einen kleinen Einblick darin erhalten, in was in diesen McDonald's-Päckchen drin ist. Auch sein kann wahrscheinlich in Deutschland genau das gleiche, nur mit den deutschen Versionen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, Tipps, Anregungen gerne genommen. Abonniert den Channel, sagt's weiter und bis zum nächsten Mal. Gonna catch them all. I'm gonna catch them all. Bis dahin.